Wieder willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dealers Life 2. Ja, ne, da gucken wir doch mal ins Lagerchen. Was haben wir denn da so? Okay, ich habe schon längst ein bisschen vergessen, weil ich habe noch ein bisschen Zeit für mich gehabt. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall Zeit genommen. So ein bisschen für Leute, die ich so im Discord kenne und dies und das und ne, so ein bisschen Freizeit für mich auf jeden Fall. Okay, am Wochenende haben wir ein bisschen Stickfight aufgenommen. Könnt ihr auch auf meinem Kanal sehen. Wir haben da so ein bisschen rumgealbert und uns die Köpfe eingeschlagen bei Stickfight. Also, ne, wenn ihr es sehen wollt, guckt auf meinen Kanal. Ihr seht die Folge da. So, okay, was war denn hier nochmal Sache? Ach ja, die Replike war beim beim Restaurator. Die Basilius-Kathedrale, ja, das ist einfach nur so ein Zeugs, was ich im Laden verkaufen werde. Ja, mach ich sowieso, ne? Also mit den ganzen anderen Dingen auch. Okay. Alte verzierte Rüstung, schlechter Zustand, das habe ich gesperrt. Für den Restaurator, weil es im schlechten Zustand ist. Das wird auf jeden Fall restauriert. Alte Gitarre hergestellt, 1616. Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Aber wir haben da keine Schätzung. Aber ich kann den Experten auch nicht einspannen, denn der ist... Ah, da ist er dran, okay. Weil der bei der mittelalterlich verzierten Rüstung... Der braucht auch noch 2 Tage. Die Stühle... Okay, auch einen schlechten Zustand. Naja, ich habe jetzt nur einen Experten und einen Restaurator zur Verfügung. Ich könnte noch einen einstellen, wenn ich Platz hätte. Oder habe ich Platz? Kann ich noch einen einstellen? Doch, ich kann noch einen einstellen. Geil. Okay, der hat 1 Stern. Der Experte hat 2 Sterne. Ich könnte noch einen Restaurator einstellen, wenn der zur Verfügung sein sollte. Nö, scheiße. Okay, dann das nächste Mal, egal. So, gehen wir mal ins Geschäftchen. Mr. Quibble, hey, was geht ab? Glückwunsch zu deinem... dein Pfandhaus wurde zum zweitbesten des Viertels gewählt. Erwarte mehr Kunden als üblich. Okay, ja gut. Von mir aus. 10% mehr Kunden, 14 Tage verbleiben. So, wen haben wir denn hier? Laura Xu oder Xu? Wie auch immer. Was hat sie denn da mitgebracht? Einen alten goldenen Schädel hergestellt. 1634 wird mit dem Beleidigungsschwertkampf mit der Beleidigungsschwertkampf-Ära in Verbindung gebracht. Gehörte John Lemmon, okay. Da haben wir leider keine Schätzung. Legendär guter Zustand. Ich gucke nochmal kurz durch, was noch sonst keine Schätzung hat. Okay, hier haben wir auch keine Schätzung bei der goldenen Münze aus der Renaissance. Okay, was haben wir hier? London Eye Souvenir, hergestellt 2009, bla bla bla, selten, schlechter Zustand. Okay, ach übrigens, heute mal ohne Kamera, ich hab, also mich wollte nicht sehen, also ich hab heute wieder so eine richtig, also es gab wieder so eine richtig lange Nacht im Discord, ey, bis 4 Uhr morgens, ey, ich bin total übermüdet. Oh Mann, ey, war das wieder eine scheiß lange Nacht. Naja, was soll's, wenn man die Zeit nicht beachtet, ne? Ah ja, gut, okay. Wieder zurück zur Sache, so. Was haben wir denn hier? Haben wir ja auch keine Schätzung? Na toll. Ich habe nur 2 Expertenmeinungen. Und 3 Dinge, die keine Schätzung haben. Wow, 1,6 Millionen, alter Schweizer. Boah, Alter. Okay, da gibt es auf meinem Konto dann mehr Löcher zu stopfen als ein Schweizer Käse. Eine Basilius-Kathedrale hat er mitgebracht. Okay, da haben wir auch eine Schätzung. Gut, okay, dann machen wir bei dem Schädel weiter. Wir haben nur 2 Expertenmeinungen. Leider. Aber da holen wir uns mal eine Expertenmeinung ein. 1,36 Millionen. Wowie, wow, wowie. Er glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Okay. Legendär, guter Zustand. 1,36 Millionen. Wie ist sie denn drauf? Die Laura.
Scheint auf jeden Fall kompetent zu sein und ja, so ein bisschen geizig auf jeden Fall. Naja. Okay, dann lass mal. Ups, sorry, da ist mir gerade einer aufgestoßen. Okay. 1,26 Millionen. Die will 100.000 weniger. Wie wär's mit 1 Million? Glatt Millionen. Was sagst du dazu? Bin mir nicht sicher. Okay, bitteschön, Dankeschön. Wählen Sie uns bei Didel. So, sind wir wieder 1 Million losgeworden. Oh Mann, 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 Mann. Oh Mann, Mann, Mann. Gaston Olmos. Hey, Gaston Olmos. Der hat ja die goldene Münze hier, ne? Da haben wir auch keine Schätzung. Moment, was war denn nochmal die. Das andere. Das, war das Boot oder war das das hier? Ne, das nicht. Ach, hier, die Perry Hotter. Perry Hotter Figur, die hat auch keine Schätzung. Ich glaube, da hole ich mir eher eine Schätzung ein. Okay. Wo waren wir denn stehen geblieben? Bei dem hier. Okay. Gaston Olmos, nicht sehr kompetent, aber dafür geizig. Okay. Da haben wir keine Schätzung, aber da holen wir uns auch keine Schätzung ein, weil es episch ist. Da hole ich mir lieber eine Schätzung für das legendäre Teil. So. 31.500 will er dafür haben. Ich weiß nicht, was es wert ist. Ich könnte die Expertenmeinung einholen, aber dann habe ich den Experten komplett verspielt. Deswegen biete ich hier mal vorsichtigerweise, sagen wir 20, 20.500. 28.000, sagt er. Wie wär's mit 22? Was sagst du dazu? Das ist großartig, danke. Bitteschön, wären Sie uns bald wieder. So, guten Morgen, man nennt mich auch Julia Pierce. Okay, Julia. Nicht sehr kompetent, so ein bisschen auf jeden Fall, aber dafür geizig, ne? Immer wieder dasselbe. So, dann lass doch mal kurz. Okay, 42.500. Dann lass doch mal verhandeln. Selten, schlechter Zustand. 42,5. Was sagen wir denn da? Wie wär's mit glatt 35? Was sagst du dazu? 47,5, Alter. Die scheint auf jeden Fall Sachen zu überbewerten. Ja, immer diese gierigen Leute. Ja, das ist immer wieder so. Man kennt's. Wie wär's mit. Ich komm dir mal entgegen. 38, was sagst du dazu? Ich denke, dass ich ein Angebot akzeptieren kann. Okay, bitteschön, dankeschön. Warum dann so viel? Warum verlangst du dann so viel, wenn du das akzeptierst? Oh Mann, ey, immer diese Gierigen. Ach ja, den kann man einfach nicht das Maul stopfen, ne, weil er immer wieder was reinpasst. Okay, mein Name ist Hakan Morland. Oh, ich hatte sogar einen Hakan in meiner alten Schulklasse. Auf der Gesamtschule. Perry Otter Figur hergestellt 2003. Goldene Zeitalter. Sammlerstück in Verbindung gebracht. Okay. Da wollte ich die Expertenmeinung auch noch einholen. Und der Experte meint 184.000 und er glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Das gefällt mir. Die Perry Hotter Figur. Perry Hotter. Okay. Dann schauen wir doch mal eben rein, wie du drauf bist. Okay. 3 von 4 Sachen sind frei. Okay. Er scheint auf jeden Fall kompetent zu sein. So ein bisschen, so ganz leicht, ne? Und ungeduldig und scheint auch Sachen zu überbewerten. Na gut, dann lass mal verhandeln. 146.000, okay, ist unter der Schätzung. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich sage 120, was sagst du dazu? Also, okay, bitteschön, dankeschön, wenn Sie uns mal wieder, mach was Schönes damit. Keiner will hier was abknüpfen oder so. Nein, nein. Renn mal mit 120.000 durch die Gegend. Wenn das jemand wüsste, ne? Der schlägt dich krankenhausreif und rennt mit der Kohle weg, ey. So sieht's nämlich aus. Okay. Shaquille Garcia. Geizig ist er. Okay. Segelboot hergestellt 1960, wird mit dem Spanischen Reich in Verbindung gebracht. Oh Mann, ich habe schon wieder so ein Pappmaul. Ey, ich muss mal kurz was trinken, Leute.
Legendär guter Zustand. 1,66 Millionen. Wow. Okay. 1,66 Millionen. Ist schon wieder eine Hausnummer. Ist schon wieder eine Hausnummer. Wie war der nochmal drauf? Ah ja, genau. Genau. Geizig. Geizig, geizig. Legendär guter Zustand. Ja, genau. 1,66 Millionen. Ist mir doch wieder zu viel. Warte mal, wie viel Platz habe ich überhaupt noch? Okay, 4 Plätze habe ich noch frei und ein Kunde wartet dann im Hintergrund noch. Okay. Was denkst du, wie viel es wert ist? Ja, was denke ich, wie viel es wert ist? Wer ist mit 1,2 Millionen? 2, was? 2.250.000 will er dafür haben. Oh, wow, Alter, der ist doch bekloppt. Nee, mein Freund, 1,3 Millionen. 2,1. Wer ist mit 1,4? 1,94. Nee, das ist mir. Mein letztes Angebot 1,5. Was sagst du dazu? Nee, tut mir leid, das ist mir doch ein bisschen zu viel. Nein, nein. Ich will Geld machen und nicht viel Geld ausgeben. Okay, ich hätte es mir leisten können, natürlich. Ich habe 26 Millionen auf dem Konto. Ach, was bin ich blöd. Naja, egal. Ich habe heute einen beschissenen Tag. Bin übermüdet. Ich kann nicht klar denken. So, okay. Hallo, mein Name ist Xing Erickson. Oder Xin. King, 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 King. King, 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 King. Nein, wir wollen ja nicht niemanden diskriminieren. So. Ich bin der Freund. Ich bin Freund aller Rassen. Ist mir egal. Ob grün, blau, gelb oder. Keine Ahnung. Befleckt oder so, ist mir egal. Mensch ist Mensch. So. Ach Mann, was laber ich wieder für eine Scheiße? Wie gesagt, ich bin übermüdet, ey. Lange Nacht. 4 Uhr schlafen gegangen. Oh Mann, ey. Ja, genau. Erstmal wieder klarkommen hier. So, Kompetenz. Ja, so ein bisschen, ne? Aber nicht sehr geizig. So, dann lass doch mal sehen. Ah ja, die Basilius-Kathedrale. Ich habe doch noch eine im Lager, oder? Ah ja, ich hatte noch eine im Lager, glaube ich. Die müsste da irgendwo im Regal stehen. Keine Ahnung. So. Ich denke 158.000. Wie wär's mit glatten 130? Was sagst du dazu? Ich weiß nicht. Okay, bitteschön, dankeschön. Belsius Badidel. Okay. So, Tagesstatistik. Tagesstatistik. 1,3 Millionen minus. Wochenstatistik. Oh, in der Woche haben wir 10 Millionen gemacht. Okay. Nicht schlecht. Ja, war nicht schlecht. War nicht schlecht. War schon gut. Hast du gut gemacht. Okay. So. Ich werde heute auf jeden Fall nicht lange machen. Ich muss auf jeden Fall noch einkaufen gehen. Mein Kühlschrank ist sowas von leer. Alles weggefuttert. Und das bedeutet mehr Stromverbrauch. Der muss auf jeden Fall befüllt werden. Sonst, ja, ne, frisst er mir viel zu viel Strom weg. Und ich habe da nichts zu fressen drin. Naja, so. Ja, Auftrag ist erledigt. Der Auftrag ist erledigt. Der Restaurator Benny hat gerade den Auftrag für antikes, leergebundenes Buch beendet. Der neu geschätzte Wert liegt bei 18.800. Nice. Plus 9.300. Das gefällt mir. Geil. Okay. Ich habe mir was zurückgehalten für den Restaurator. Wow, Alter. Okay. Ich habe 30.700 gezahlt. Aber das war eine Fälschung, die ich zu einer Replik umgewandelt habe. Dann ist es schon okay. Dann ist es okay. Lassen wir so. Belassen wir es so, weil, ne, wie gesagt, Fälschung zu Replik umgewandelt. Viel zu viel gezahlt, aber naja. Mal schauen, ne? Vielleicht machen wir ja doch noch ein bisschen Plus dabei. So, okay. Was kostet mich denn hier die Restauration? 121.500 für 5 Tage. Machbar. So. Mal schauen, was da für ein Wert bei rauskommt. Okay, nochmal kurz durchlunsen. Keine Schätzung. Der Experte ist noch einen Tag dabei. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, nee, Moment. Eins wollte ich noch nachschauen hier. Das habe ich gekauft. Das habe ich gekauft. Das, das, das und das auch. Moment, einmal kurz durchlunsen. Was haben wir denn hier für Zustände? Guter Zustand, guter Zustand.
sehr guter Zustand, schlechter Zustand. Ach, das werden wir so los, scheißegal. Guter Zustand, sehr guter Zustand, sehr gut. Okay, Lagerauktion. Ah, drei Plätze, nee, da gehe ich leider, da gehe ich nicht in das Lager, in die Lagerauktion. Ist mir zu wenig Platz. So, hallo, man nennt mich auch Moritz Karaman. Okay, Moritz. Was haben wir denn da? Rennrad, hergestellt 1988, gehörte Nuck Choris. Okay, Nuck Choris. Legendär, guter Zustand, keine Schätzung. Okay, wo haben wir denn sonst keine Schätzungen? Was haben wir denn hier? Oh, wieder eine antike, verzierte Rüstung. Ja, die ist diesmal ein bisschen älter als die andere. Die ich im Lager habe, die ist von... was war das nochmal? Ich glaube, im Jahre 4 wurde die hergestellt. Genau, die ich im Lager habe, die wurde im Jahre 4 hergestellt. Und hier 155. Gehörte Königin Victoria. Okay. Wenn die so alt war. Oder so alt ist. Naja, egal. Mythisch, schlechter Zustand, auch wieder keine Schätzung. Okay. Wo haben wir denn sonst keine Schätzung? Okay, da haben wir einen Käufer. Noch eine Käuferin und noch ein Käufer. Okay. Und hier haben wir noch einen Verkäufer. Was haben wir denn hier? Trollodor 64 Spielekonsole. Da haben wir eine Schätzung. Okay. Dann... Oh, wow. Also, ach ja, genau. Wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Kunden. Gut, okay. Da haben wir auf jeden Fall 4 Käufer und 2 Ver- oder 3 Verkäufer. Naja, schauen wir doch mal. Rennrad hergestellt 1988. Nuck Choris. Okay. Holen wir uns da mal eine Expertenmeinung ein. 405.000. Und er glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Gut. Moritz. Kompetenz ist vorhanden und sehr viel Geiz. Und er scheint Sachen zu überbewerten. Okay. Ich denke 530.000. Nö. Ist mir zu viel. Ich sag... 350. 495. Nö. 360. 700. 470. Nicht 740. Nee, tut mir leid. Da muss ich leider Nein sagen. Das ist mir doch ein bisschen zu viel, was du da verlangst. Oh. Wollen ja nicht heulen, ne? Aber der heult bestimmt. Ich hab das nicht verkaufen können. Ja, ja, schmier dir die Tränen aus den Augen und verpiesel dich. Okay, Ben Bakula. Ben Bakula. Nicht Dracula? Okay. Er scheint auf jeden Fall Sachen zu überbewerten. Die antike Rüstung, die hat auch keine Schätzung. Da holen wir uns mal eben eine Expertenmeinung ein. 2,7 Millionen und er glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Wow. Wow, okay. Es ist mythisch, klar. Kein Wunder, ne, dass sie so viel wert ist. Ich denke 2.050.000. Könnten wir machen. Mache ich aber nicht. Wie wär's mit 1,7 Millionen? Was sagst du dazu? Bin mir nicht sicher. Ich denke, dass ich dein Angebot akzeptieren kann. Wowie. Haben wir wieder was rausgehauen hier heute. Okay, bitteschön, dankeschön. Beenden Sie uns bald wieder. So. Aber wir haben ja auch Kunden, die was kaufen wollen. Ne, da holen wir uns die Kohle wieder rein. So. Ich hoffe mit Gewinn. So, Fritz Newton will was kaufen. Aber erstmal guck mal. Ja, okay. Sehr kompetent. Nicht sehr geizig und scheint Sachen zu überbewerten. Okay, was will denn der werte Herr hier haben? Er will die Gitarre kaufen. Nichts teureres? Echt jetzt? Da haben wir leider keine Schätzung, aber egal. Ich denke 156.000. Ich habe 88 gezahlt. Wär's mit glatten 160, was sagst du dazu? Hör mal ganz gut zu, 158.000. Nein! Ich will 160.000, so. Also, das ist großartig, danke, bitteschön. Warum nicht gleich so? Arsch. Okay. 72.000 plus, Leute, okay. Guten Morgen, mein Name ist Baser Dinostorm. Okay,
Wie bist du drauf? Ja, so ein bisschen kompetent und auf gleicher Schiene geizig. Sie will aber was kaufen. So, und zwar die goldene Münze aus der Renaissance. Da war auch wieder keine Schätzung. Na, schöne Scheiße. Na gut, wie hoch ist dein Preis? Ich habe 22.000 gezahlt. Ich will 25.000. Was sagst du dazu? Egal, ich habe dir ein Angebot. Bitteschön, Dankeschön. Belsius bald wieder. 3.000 wandern weiterhin auf mein Konto. So. Hey, was läuft? Ich bin Clint Ledger. Okay. Clint. Nicht sehr kompetent und auch nicht sehr geizig, aber ist ungeduldig. Was will denn der Werte haben? Die Perry Hotter Figur. Nice, okay. 120.000 gezahlt, 184 ist es wert. Ich denke 245.000. Er scheint auf jeden Fall Sachen zu überbewerten, okay. Wie wär's mit glatten 250.000? Was sagst du dazu? Also, ich denke, dass ich ein Angebot akzeptieren kann. Bitteschön, Dankeschön, Belsius bei mir. 130.000 plus, nice, gefällt mir. So, die Trollador 64 Spielekonsole von Michael Schmitz. Der ist nicht kompetent und auch nicht sehr geizig, aber scheint Sachen zu überbewerten. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Nehmen wir zuerst den Preis. 72.000. Ist es wert, meiner Meinung nach. Nee, ich weiß nicht. Sagen wir 55.000. Was sagst du dazu? Ich bin mir nicht sicher. Egal, ich akzeptiere dein Angebot. Bitteschön, Dankeschön. Melden Sie uns bald wieder. So, okay. So, dann würde ich sagen, ist das die letzte Kundin für heute? Hallo, meine Freunde, nennen mich Grace Karasu. Okay, Grace Karasu. Wie bist du drauf? Nicht sehr kompetent und auch nicht sehr geizig. Ungeduldig und scheint Sachen zu überbewerten. So, was will sie denn haben? Das antike ledergebundene Buch. Die Replike will sie haben. Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir da machen können. Warne nicht, ich werde nicht zu weit von meinem Angebot von 28.500 abweichen. Wie wär's mit glatten 30? Also, egal, ich akzeptiere dein Angebot. Bitteschön, Dankeschön. Wir machen zwar Minus, aber egal, die Replike ist weg. So, Leute. Wochenstatistik, 8,6 Millionen haben wir gemacht. Tagesstatistik, minus 1,4 Millionen, naja, egal. So, okay, hier. Der Experte David hat gerade den Auftrag für mittelalterliche verzierte Rüstung beendet. Das ist authentisch, der neu geschätzte Wert liegt bei 225.000. Okay. Wow, okay. Und fürs nächste Mal haben wir hier eine Auktion, da wo wir was verkaufen können. Da machen wir auf jeden Fall Profit. Ich schau mal kurz durch, was könnten wir denn da vertickern? Das ist in Arbeit. Das könnten wir rein theoretisch auf der Auktion verkaufen. Oder das hier. Den goldenen Schädel. Der ist auf jeden Fall viel mehr wert als das hier. Okay. Was haben wir sonst noch Wertvolles hier? Oder das hier. Könnten wir rein theoretisch auch verkaufen. Naja, ich überleg's mir. Ich überleg's mir für die nächste Folge, ne, was ich da verkaufe. Entweder den goldenen Schädel oder die eine Rüstung. So Leute, okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bewertung nicht vergessen, ne? Und wenn euch mein Kanal gefällt, auch gerne mal ein Abo und ein Like da lassen, ne? Würde mich auf jeden Fall freuen. So, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.